Ja, ACTA ist so ein Running Gag. Ich glaube, das ist unser vierter netzpolitischer Abend und das vierte Mal, dass wir ACTA hier thematisieren. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Die Chancen stehen ganz gut, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen. Warum ACTA umstritten ist, das haben wir eigentlich schon in die letzten Talks besprochen. Das findet man alles bei uns in den Videos und auf unserer Webseite. Darauf möchte ich jetzt weniger eingehen, auch nicht, dass wir eigentlich uns vor allen Dingen am Internetkapitel, dem Paragraph oder Kapitel 27 stören, der Förderung einer Kooperation zwischen Internetprovidern und Rechteinhabern, die zu Netzsperren, Three Strikes und einer Überwachung des Datenverkehrs führen kann. Uns geht es mehr darum, was ist in den letzten zwei Monaten passiert seit dem letzten Abend, und da ist einiges passiert. ACTA ist jetzt im parlamentarischen Alltag angekommen und hat da schon eine Halbzeit hinter sich gelegt. Und zwar, das Europaparlament wird wahrscheinlich am 2. oder 3. Juli in der ersten Woche darüber abstimmen. Es ist eine Ja- oder Nein-Abstimmung, das heißt, Änderungen sind nicht mehr möglich, aber es gibt so verschiedene Interessen in dieser Debatte. Es gibt vor allen Dingen die EU-Kommission und die Konservativen, die versuchen vor allen Dingen, nachdem diese Proteste im Februar so groß geworden sind, ACTA in die Verlängerung zu bringen. Dazu hat die EU-Kommission ACTA dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, in der Hoffnung, dass dort 1,5 Jahre lang erstmal nichts passiert, bis ein Urteil gefällt wird, um dann möglicherweise nach Abflauen der Proteste einfach ACTA durchzubringen. Wir sind ganz glücklich, dass sich mittlerweile mehrere Fraktionen im EU-Parlament gefunden haben, die da nicht mitspielen wollen. Namentlich sind das die Linken, die Grünen, die Sozialdemokraten und die Liberalen, wobei man immer bedenken muss, es gibt keinen Fraktionszwang im Parlament. Es kann also so sein, dass beispielsweise die spanischen Sozialdemokraten dafür stimmen werden, aber viele andere Sozialdemokraten dagegen. Ebenso kann man davon ausgehen, dass halt vielleicht nicht jeder Liberale letztendlich dagegen stimmen wird. Also im Endeffekt, wenn man diese vier Fraktionen zusammenzählt, kommt man erst auf 48%, und wir gehen davon aus, wir haben erst rund 40% Sicherheit im Europaparlament. 40% sind immer noch 11% zu wenig. Da kann noch einiges passieren. In der letzten Woche seit heute ist in vier Ausschüssen etwas passiert. Dazu muss man sagen, es gibt insgesamt 5 Ausschüsse im Europaparlament, die ACTA diskutieren. 4 davon geben eine Empfehlung an den federführenden Ausschuss. Das ist der Ausschuss für den internationalen Handel, INTER abgekürzt, der vermutlich am 20. oder am 21. seine Empfehlung für das ganze Parlament in einem Abschlussbericht geben wird. Und da fließen jetzt diese anderen 4 Ausschussempfehlungen rein. Wir haben bisher überraschenderweise, wie wir fanden, 4-0. 4-0 liegen wir in Führung. Da haben wir was ganz anderes erwartet. Aber diese ganzen Abstimmungen waren knapp, weil unter anderem von der konservativen Seite immer wieder Änderungsanträge vor der letztendlichen Abstimmung eingebracht worden sind, ACTA in die Verlängerung zu bringen. Die haben dann jeweils keine Mehrheit gefunden. Insofern haben dann diese Ausschüsse alle letztendlich überragend gegen ACTA gestimmt. Aber es zeigt sich, dieselbe Strategie wird auch in der Abschlussplenarabstimmung so geführt werden. Die werden erstmal versuchen, ACTA in die Verlängerung zu bringen. Wenn das nicht klappt, gibt es halt diese Ja-Nein-Abstimmung. Was man jetzt noch tun kann, ist unter anderem Abgeordnete kontaktieren. Wir haben dazu die Webseite acta.digitalegesellschaft.de, wo nochmal kurz aufgeführt wird, was ist denn das Problem und wo man Abgeordnete kontaktieren kann. Wir haben 99 Europaabgeordnete aus Deutschland. Das sind knapp 1/7 des gesamten Europaparlaments. Also Deutschland hat eine starke Stimme dort. Wir haben die aufgeteilt in Befürworter, Wackelkandidaten oder Unsicher und Gegner. Und das Ziel ist, dass viele Bürger sich an die Abgeordneten wenden, nachfragen, wie sie abstimmen werden. Und wenn man dann ein Ergebnis erfährt, dann werden wir das einpflegen, um möglichst, ja, sagen wir mal, die ganzen Gegner vor euren Mails, vor euren Anrufen zu verschonen und so, dass wir das Ganze immer mehr konzentrieren können auf die tatsächlichen Befürworter. Wenn ihr euch unsicher seid, wie man mit so einem Abgeordneten spricht, dazu muss man sagen,
alles außer E-Mail ist immer besser, weil die werden teilweise im Moment überflutet von E-Mails. Und das geht halt unter. Viele setzen sich dann aus Informationsüberflutung einen Filter auf ACTA. Insofern ruft an. Wir haben hier beispielsweise so ein mögliches Transkript, wie man sich verhalten könnte. Am besten nicht ablesen, besser vorher auswendig lernen oder ein paar Stichwörter sich notieren, weil es kommt nicht so gut, wenn man am Telefon was vorliest. Also schickt Faxe, schickt Briefe, ruft am besten an. Die Nummern findet ihr auf akta.digitalegesellschaft.de. Und ein weiterer Schritt bis dahin ist es, nochmal die Proteste auf die Straße zu bringen. Dazu gibt es halt am kommenden Samstag, dem 9. Juni, den dritten Europäischen Aktionstag. Es gibt mittlerweile in diesen ganzen Städten Demonstrationen. Das ist nicht mehr ganz so viel wie im Februar, aber viele denken auch, das ist schon durch. Ist es aber leider noch nicht. Also geht auf die Straße. Hier in Berlin ist auch eine Demonstration. Ich glaube, mittlerweile in über 30 Städten in Deutschland sind Demonstrationen angekündigt. Wir selbst haben in den letzten 2 Monaten uns bemüht, diese Proteste zu unterstützen. Wir haben erstmal auf Better Place eine Crowd-Donation-Aktion gestartet. Wir haben halt gesagt, okay, wir wollen verschiedene Materialien produzieren. Wir haben kein Geld, aber wir haben eine ganze Menge Ideen. Wir werden das auch umsetzen. Wir brauchen dafür 15.000 Euro. 12.000 davon haben wir alleine über Better Place eingesammelt. 3.000 Euro hat uns der Chaos Computer Club gespendet. Insofern haben wir das Ziel erreicht gehabt. Und davon haben wir dann auch eine ganze Menge Materialien produziert. Diese Materialien haben wir auch hier. Unser Deal war, wenn wir das Geld bekommen, produzieren wir erstmal diese Materialien und dann sehen wir zu, dass wir die über ganz Deutschland verteilt bekommen. Und zu den Materialien gehört ein Infoflyer. Im 8/8 Format kann ich bisher auch nicht. Also so ein Liparello-Falt 8-Seiten-Flyer. Da haben wir, glaube ich, 70.000 Stück von produziert. Die letzten Reste sind hier, da werden am Samstag mit zur Demo genommen. Da geht es halt drum, wo geht es eigentlich nochmal drum? Also da ist nochmal so die ganze Kritik möglichst komprimiert wiedergegeben auf unserer Webseite digitalegesellschaft.de/akta. Das ist die andere URL. Gibt es sehr viele mehr Informationen. Wir haben 50.000 Demo-Flyer produziert, zielgruppenkompatibel gestaltet. Wir haben 180 Absperrbänder gemacht. Da haben wir auch noch wenige von mit. Die Idee ist halt, ACTA in den öffentlichen Raum zu bekommen. Und die Message ist, ACTA blockiert Grundrechte und ein freies Internet. Wir haben es mal auf der Republika ausprobiert, haben da mal ein Band so in Halshöhe gespannt. Und da ist jeder Zweite mit seinem Smartphone erstmal gegengerannt. Also es funktioniert. Es war sichtbar sozusagen. Es hat tatsächlich Wege blockiert, aber auch nur für diejenigen, die halt die ganze Zeit auf Twitter geschaut haben. Also mit diesen Klebebändern, die wir auch über Deutschland verteilt haben, kann man halt Wege versperren. Die kann man auch überall praktisch um Telefonzellen und so weiter rumwickeln, um das Ganze nochmal metaphysisch irgendwie zu erklären. Wir haben verschiedene Aufkleber gemacht. Das war lustigerweise der erfolgreichste. Lasst unser Internet in Ruhe oder wir nehmen euch die Faxgeräte weg. Das haben wir dann auch nochmal, als das Ganze viral sich auf einmal überall verbreitete. Also wir haben 6 Stück gemacht und haben mal getestet, was funktioniert am besten. Der hat am besten funktioniert mit zig hundert irgendwie Retweets in allen sozialen Medien. Das haben wir jetzt nochmal als 4 Meter mal 1 Meter Banner für die Demo gemacht und wahrscheinlich werden wir auch noch T-Shirts und alles Mögliche davon drucken. Und so sah dann beispielsweise das 2-Kilo-Paket aus. Also wir haben halt ein 1-Kilo-Paket, ein 2-Kilo-Paket und große Pakete bis hin zu 30 Kilo gemacht und die je nachdem in der Größe der Stadt zu erwartende Demo und so weiter verpackt und verschickt. Das Ganze sah dann so aus. Na, jetzt Musik an. We'll be right back.
das war eine Erfahrung mehrfacher Art. Die Post war ein bisschen überfordert von unserer DDoS-Attacke, als wir da dann mal mit 5 Einkaufswagen standen. Wir bedanken uns auch beim benachbarten Supermarkt für die kurzfristige Spende von diesen Einkaufswagen. Wir überlegen uns noch beim nächsten Mal vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Spenden einzusammeln, um dann Dienstleister mal damit zu beauftragen, weil wir waren echt 2 Tage damit beschäftigt, vor allen Dingen Julia, Moritz, Andreas, Kilian. Da könnt ihr mal applaudieren. Was wir jetzt noch geplant haben, heute kamen sie an, wir haben noch 450, das war die kleinste Auflage, die möglich war, Jutebeutel gemacht und wir schicken jedem deutschsprachigen Abgeordneten, also die 99 Deutschen und dann noch, ich glaube, 12 österreichische Abgeordnete, diesen Jutebeutel mit der Message, ACTA ist die Katze im Sack, da kann man so viel reininterpretieren und deswegen sollte man es ablehnen. Wir sind mal gespannt, wie es ankommt, ja, können auch die Europaabgeordneten notfalls ihr Pfand mit wegbringen. Wir brauchen nur 120, wir wissen noch nicht, was wir mit dem Rest machen. Vielleicht versteigern wir sie oder ja, vielleicht gegen Spende geben wir sie ab. Es gab zwischendurch noch eine Petition beim Deutschen Bundestag. Da haben wir dann auch nochmal die ganzen 61.000 Namen auf einen Banner gemacht. Das hat aber damals keinen interessiert, weil auch diese Petition im Bundestag keinen interessiert hat. Das war sehr günstig gelegt im Petitionsausschuss. Da war irgendwas parallel, was die ganzen Medien interessierte. Und jetzt geht es halt darum, am Samstag möglichst viele auf die Straße zu bekommen. Also nochmal ein letztes Mal ein Zeichen zu setzen, Medienaufmerksamkeit auf ACTA zu lenken und einfach den Abgeordneten zu signalisieren, wir sind weiter wachsam, wir wollen weiterhin kein ACTA und wir wollen, dass es im Juli abgestimmt wird. Und dazu gibt es dieses Video. Video haben wir, oder hat jemand hier in Berlin gemacht, das haben wir dann zugesehen, dass es mittlerweile in 8 oder 10 Sprachen übersetzt wurde, um das halt europaweit zu distributieren, was auch sehr gut geklappt hat. Ja, und das war der Überblick. Also, wir haben hier noch 2 Kartons Flyer, wir haben noch 2 Kartons im Büro, die nehmen wir am Samstag mit. Nimmt die Flyer mit nach Hause, verteilt sie in den kommenden Tagen, mobilisiert Leute zur Demo, mobilisiert Leute über soziale Medien, in euren Blogs, auf Twitter, auf Facebook oder sonst irgendwo. Und dann sehen wir uns Samstag 12 Uhr an der Oberbaumbrücke. Das war's. Und ja, der Überblick, jetzt könnt ihr kurz klatschen. Damit ich und bevor ich jetzt überleite zu Leonard, gibt es jetzt noch einen kurzen Werbeclip außerhalb der Reihe. War unser erster Clip in Kinoqualität für unsere Echtes Netz Kampagne für Netzneutralität. Wir haben leider die Rechte noch nicht geklärt, deswegen.